Dorfer aus Lisberg. Ich bin 30 Jahre alt, bin Winzerin und auch Technikerin für Weinbau und Önologie. Wir haben unser Weingut und unsere Winothek hier in Lisberg, auf der Burg Lisberg, sind hier seit über 35 Jahren wohnhaft und ich selber bin zuständig für die Weine, für die Weinberge und möchte euch heute ein bisschen noch mehr dazu erzählen. Ja, und wie ihr natürlich sehen könnt, wir haben hier Wein bei uns, viel verschiedene Weine zur Auswahl, viel verschiedene Rebsorten. Unsere Weinberge sind relativ weit verteilt, wir sind ursprünglich aus Unterfranken, sind dann hierher nach Lisberg gezogen und haben auch noch Weinberge in Unterhalb. Kommt einfach mal vorbei, wir haben wirklich für jeden Geschmack was dabei. Natürlich haben wir immer mit der Natur zu tun und wir müssen uns da jedes Jahr so ein bisschen anpassen und darauf einstellen. Dementsprechend gibt bei uns die Natur einfach den Takt vor und auch das, was wir im Endeffekt machen und ernten können. Natürlich haben wir immer auch einen Plan, wir haben eine Vorstellung und eine Idee, müssen uns aber einfach, wie gesagt, so ein bisschen flexibel und variabel halten, machen aber immer das Beste aus jedem Jahrgang. Und uns ist es natürlich einfach wirklich wichtig, nachhaltig zu arbeiten. Unsere Weinberge sollen mindestens 30 Jahre alt werden. Und es funktioniert natürlich nur dann, wenn wir einfach mit der Natur arbeiten, um da einfach möglichst lang Freude dran zu haben. Ja, nicht nur ich allein bin Mitglied, sondern wir sind natürlich mit unserer ganzen Familie Mitglied im Wirtschaftsclub Bamberg. Und wir haben da so ein bisschen den Kontakt gefunden, natürlich erstmal über einzelne Personen, die wir gekannt haben, die uns einfach viel Positives davon berichtet haben. Dann haben wir selber mal in das Ganze mit reingeschaut, haben tollen Veranstaltungen einfach wirklich für schön und für vorteilhaft empfunden. Wir haben viele nette Leute kennengelernt. Das ist ein ganz interessantes und spannendes Netzwerk. Vor allem auch natürlich sehr viele Unternehmer, sehr viele Selbstständige und dementsprechend einfach immer wieder neue Ideen, tolle Treffen und natürlich auch interessante Gespräche. Ich wünsche mir natürlich einfach auch weiterhin noch mehr Leute zu treffen, noch mehr Leute kennenzulernen, dass auch immer wieder neue Personen zum Wirtschaftsclub Bamberg finden. Ich freue mich auf die Nach-Corona-Zeit, in der einfach jetzt wieder die Veranstaltungen beginnen und losgehen. Ich glaube, da hat jeder einfach wieder Lust drauf, irgendwo sich mal wieder zu treffen, wieder zu sehen. Und wie gesagt, also ich wünsche mir natürlich jetzt gerade, ich für mich, dass auch junge Leute zum Wirtschaftsclub Bamberg finden.